schönen Abend, schönen Nachmittag. Danke, dass du Zeit gefunden hast, das Thema, was mich heute bewegt, so kurz vor dem Gespräch. Heute Vormittag noch Klausur, dazwischen ÖAB-Sitzung, jetzt da, nachher noch ins Parlament und in der Nacht dann Vorbereitung auf die morgige parlamentarische Pressestunde, einer Fragestunde heißt es. Macht es Spaß? Ja, es macht Spaß, aber es ist natürlich immer eine ganz große Herausforderung. Gerade im Innenressort ist nicht immer alles planbar, sondern da kommen natürlich immer Sonderdinge dazu. Das heißt, äußerste Flexibilität ist gefragt. Auch für die heutige Flexibilität ein herzliches Danke, weil es war mir trotzdem wichtig, dass ich heute hier zu Gast bin. Ja, es macht Spaß, aber große Herausforderung. Ja, das ist es. Man fragt sich ja bei solchen Zeitplanungen manchmal, ob Politiker sein wirklich so ein fröhliches Dasein ist. Nicht? Weil die Nachrede ist ja nicht immer die beste. Nicht? Im Ranking so knapp nach unseren Journalisten oder knapp vorher. Also ich wollte da einmal sagen, dass das nicht unbedingt gerechtfertigt ist. Das muss man schon sagen, weil gearbeitet wird in der Politik wirklich viel. Ja, ich meine, wie in vielen Berufsgruppen, und da werden Sie wahrscheinlich viele wiederfinden, ist Dankbarkeit natürlich keine Kategorie, aber man muss einfach Freude am Gestalten haben. Ich habe Freude am Gestalten und das gelingt natürlich nur, wenn man sehr viele tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, sowohl im Ministerium als auch draußen in den Landespolizeidirektionen. Und die haben wir Gott sei Dank. Da können wir schon stolz sein, weil sonst wäre es nicht so weit, dass wir weltweit, was die Sicherheit betrifft, auf Platz 6 sind und im europaweiten Vergleich auf Platz 3. Das heißt, sensationelle Werte, die wir auch weiterhin beibehalten wollen. Das heißt, wir sind sicherer, als wir uns fühlen. Kann das so sein? Ja, das ist meistens so, dass natürlich die objektive Sicherheit wesentlich höher ist als die subjektive Sicherheit. Aber ich glaube, das Sicherheitsgefühl bei den Österreicherinnen und Österreichern ist relativ gut. Relativ gut deswegen, weil 9 von 10 Österreicherinnen und Österreicher sagen, ja, sie fühlen sich sicher, ja, die Polizei leistet gute Arbeit. Und ich glaube, das ist schon eine ganz tolle Wertschätzung unserer Polizei gegenüber und natürlich in Wien sind wir überhaupt sehr sicher, denn ansonsten ging es nicht, dass aufgrund der aktuellen Mercer-Studie Wien die Stadt, die Hauptstadt ist mit der größten Lebensqualität auf der ganzen Welt und da spielt natürlich Sicherheit eine ganz wesentliche und zentrale Rolle. Das heißt, das Schönste ist immer wieder, wenn man um Mitternacht oder um 1 in der Früh in der Stadt unterwegs ist oder in irgendwelchen Bezirken und man trifft auf Touristen, die sagen, das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass man um Mitternacht 1, 2 in der Früh auf Wiens Straßen gehen kann und das unterstreicht dann wirklich, dass wir sicher sind. Nur meistens weiß man sich selbst nicht zu schätzen, sondern erst dann, wenn eben andere aus anderen Staaten einem das sagen. Aber wir sind sicher und das zeigt auch die aktuelle Kriminalstatistik, die ja vor einigen Tagen auch erst veröffentlicht worden ist, wo es gelungen ist, die Kriminalitätsrate wieder 3,4% zu senken. Und das in den letzten 10 Jahren in Permanenz sind wir, sage ich jetzt einmal, was die Kriminalität betrifft, immer im Sinkflug und das ist auch gut so. Ja, da wollen wir hoffen, dass das so weitergeht. Jetzt kommt der für dich fade Teil. Der fade Teil, aha. Ja, nein, weil das ist so. Du darfst keine fade Frage stellen, oder? Ich werde mich bemühen. Nein, ich wollte eigentlich so kurz dir deinen Lebenslauf erzählen. Das ist immer das Netteste an so einem Interview. Ne? Man weiß, jetzt bin ich über 50, das dauert jetzt lang, meine Damen und Herren. Mehreres aus, begonnen als Lehrerin, das war nicht der ganz richtige Beruf, habe ich irgendwo mitgekriegt. Dann allerdings Kollegin von mir, Verlagsleiterin, das finde ich ganz gut. Das heißt, verstehst auch was von Medien. Ja, und seit 2000... Jeder, der auf die Artikel gerne selber schreiben, aber leider. Darüber können wir ja hin und wieder mal reden. Nein, also Spaß beiseite, seit 2011 im Innenministerium, wohnhaft in Klosterneuburg, so wie ich, und 2 Kinder und, was ich bisher nicht gewusst habe, eine Zwillingsschwester. Mhm. Großartig, das, vielleicht ja. Sagt sie eh zwar. Ja, sonst ging sie. Sonst ging es ja gar nicht, dass ich so omnipräsent bin. Einmal schicke ich sie dahin, dann gehe ich dahin, das heißt, wir teilen uns das relativ gut auf. Ja. Ja,
Wir waren schon auf dem Thema, vielleicht bleiben wir ein bisschen auf dem Thema, die Sicherheitslage Österreichs im internationalen Kontext. Ich glaube, da ist es relativ zum einen die allgegenwärtige IS-Bedrohung, die uns, glaube ich, allen Sorgen macht, auch wenn wir uns hier sicher fühlen, aber das ist ja genau eine Art von Bedrohung, wo man sich wahrscheinlich nirgends sicher fühlen kann. Wie geht es dir damit? Was machen wir? Wie wird die Zukunft ausschauen? Ja, die Situation bereitet uns natürlich große Sorgen, nicht nur in Österreich, sondern europaweit und natürlich auch international. Und gerade wenn es um den Kampf gegen den Extremismus und Dschihadismus geht, gibt es hier nur eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Und dieses Phänomen ist ja nicht neu, sondern auf das sind wir schon seit Jahren aufmerksam und haben in Österreich auch wirklich sehr viele Maßnahmen gesetzt. Auch in den letzten Monaten denke ich daran an die Verschärfung des Staatsbürgerschaftsgesetzes, an das Grenzkontrollgesetz, an das Abzeichengesetz, wo es eben in der Öffentlichkeit verboten ist, eben mit IS-Symbolen zu werben. Aber ich glaube, entscheidend ist gerade, dass wir hier auf europäischer Ebene zusammenarbeiten. Das tun wir, das funktioniert auch immer besser mit Europol, mit den verschiedensten Datenbanken, um eben die Reisebewegungen festzustellen. Wie bewegen sie sich, die Dschihadisten, in welche Richtungen, welches Netzwerk? Und das spielt natürlich für uns in Europa und speziell natürlich Österreich, der Westbalkan, eine ganz wesentliche und zentrale Rolle. Und wenn wir von der Bedrohungslage sprechen, betrifft es natürlich nicht nur die innere Sicherheit, sondern auch die äußere Sicherheit. Und deswegen haben auch wir, sprich Außenminister Sebastian Kurz und ich, erstmals zu einer Konferenz eingeladen, wo Innenminister und Außenminister gemeinsam zusammen waren, eben die Minister aus den benachbarten EU-Staaten, also auch die gesamten Westbalkanstaaten, um hier dieses Phänomen zu analysieren, hier mal ein Lagebild zu skizzieren und welche verschiedenen Maßnahmen und Aktivitäten werden in unterschiedlichsten Staaten gesetzt, um eben all diese Maßnahmen auch zu koordinieren und eben auch zu strukturieren, um eben da wirklich gemeinsam erfolgreich sein zu können. Und da wissen wir natürlich schon, dass natürlich wir Österreich nach Belgien die zweitmeisten Foreign Fighters haben, aufgrund der Community, die halt bei uns angesiedelt ist, beziehungsweise natürlich auch aufgrund der Nähe zum Balkan, wo wir hier natürlich die Reisebewegungen merken, Österreich-Balkan, dass hier natürlich auch die Reiseroute der Dschihadisten ist, wo es natürlich heißt, Achtung, aufmerksam zu sein und hier die Dschihadisten rechtzeitig abzufangen, beziehungsweise zu schauen, dass wir es schaffen, sie von der Ein- und Ausreise abzuhalten. Und mit welchen Maßnahmen und Mitteln kann man das tun? Das klingt ja nicht sehr einfach. Hm? Und es geht ja, wenn, soweit ich das mitgekriegt habe, geht es ja auch darum, sozusagen, welche Daten kann man erfassen, welche darf man erfassen. Da gibt es ja dann auch oft politische Streitereien drüber. Nicht? Die Menschen, die ihre eigenen Daten auf Facebook und sonst wo bedenkenlos kundtun, fühlen sich auf einmal gefährdet, wann zu ihrer eigenen Sicherheit Daten gespeichert werden sollen. Was tut sich da, wie geht es da weiter? Ja, was tun wir? Zum einen schauen wir, dass wir junge Menschen abhalten, in den Dschihad zu gehen, deswegen auch die Änderung des Grenzkontrollgesetzes, wo wir eben auch die Möglichkeit jetzt die gesetzliche Grundlage geschaffen haben, am Flughafen junge Menschen, die eben Hinweise haben, wo wir eben wissen, okay, das könnte gefährlich sein oder die könnten in den Fokus stehen, da nach Syrien oder in den Irak zu gehen, sie anzuhalten und zu schauen, wie alt sind die, dürfen die überhaupt ausreisen, wissen die Eltern Bescheid. Wenn sie minderjährig sind, überprüft man das natürlich bei den Eltern. Und da haben wir wirklich schon einige abgehalten, in den Dschihad zu gehen. Es sind natürlich Mädels und Burschen, denen natürlich das Blaue vom Himmel versprochen wird, die natürlich auch oft arbeitslos sind, perspektivenlos sind, denen man erzählt, dort hast du das große Glück, da kriegst du eine Frau, kriegst du einen Mann, kannst du da was bewegen, gehörst du zu uns mit dazu. Und das Problematische ist natürlich, dass hier die Radikalisierung über das Internet natürlich wahnsinnig schnell geht. Innerhalb von Wochen kann das letztendlich auch gehen. Und da war es natürlich auch wichtig,
dort den Eltern oder den Familienangehörigen zu helfen mit einer eigenen Beratungsstelle gegen Extremismus, die wir aufgebaut haben mit der Familienministerin, mit Sophie Kammersin, eine erste Ansprechstelle für die Eltern, die sich dort melden können, die dort eben beraten werden, weil Radikalisierung findet ja nicht im Stillen statt, sondern da gibt es einfach immer wieder Signale, dass man sie eben dementsprechend kleidet, dass man sich am Bart wachsen lässt, dass man den Kontakt mit den Freunden eben abbricht, dass man permanent betet oder in die Moschee geht. Das heißt, es gibt viele Signale und mit diesen Signalen muss man halt richtig umgehen können, auch richtig reagieren. Denn falsche Reaktion kann das Gegenteil letztendlich auch bewirken und da haben wir sehr gute Erfahrungen und da haben sie mittlerweile schon etwa 200 an diese Beratungshotline eben auch gemeldet, wo wir wirklich einiges an Erfolgen bereits verbuchen können. Das sind Erfolge, die so irgendwie natürlich im Geheimen passieren. Ne? Ja. Darüber redet man nicht und das ist auch gut so, dass man nicht darüber redet oder nur sehr allgemein. Nicht? Weil das heißt aber, dass Eltern von dem Radikalismus anhängenden oder zukünftigen Dschihadisten die Veränderung ihrer Kinder merken und sich bei euch melden. Das funktioniert. Ja, das ist halt eine Gruppe, die sich eben meldet. Das werden sie nicht alle melden, aber was machen wir noch? Wir wissen natürlich die Krisendestination, wir wissen, wo die Leute hinreisen und da ist natürlich für uns auch wichtig, dass wir verstärkt eben direkt an den Flughäfen kontrollieren, wann eben die Flieger abheben bzw. wieder einreisen. Dann gibt es hier verstärkte Kontrollen, eine Maßnahme, die wir gesetzt haben, gemeinsam mit Deutschland seit Oktober letzten Jahres. Und das wirkt, wo wir es auch geschafft haben, dass auch alle anderen EU-Staaten das sogenannte Schengen-Informationssystem, dieses, wo alle Daten zu finden sind, eben abgleichen. Und da gibt es natürlich auch Informationen, wenn man die Reisepässe kontrolliert, okay, gibt es da irgendwelche Informationen, sind die gefährlich, sind die vorbestraft, gehören die zur Zielgruppe. Also das heißt, da passiert an und für sich schon sehr, sehr viel. Und da wird jetzt, wenn ich das richtig verstehe, noch mehr passieren, weil du sagst, die Staatsschutzreform ist knapp vor dem Abschluss. Das ist ein Thema von der Regierungsklausur gewesen. Kann man da über die Änderungen oder die zusätzlichen Maßnahmen, kannst du darüber was sagen? Ja, ich meine, das Thema Staatsschutz neu ist natürlich eine staatspolitische Aufgabe und ein ganz wichtiges Instrumentarium im Kampf gegen den Dschihadismus. Und wir haben aber diese Diskussion zum Thema Staatsschutz neu nicht erst nach dem Anschlag in Paris gestartet, sondern wir haben diese Diskussion schon lange vorher gestartet. Ich habe damals schon im Regierungsprogramm bei der Bildung der Koalition darauf hingewiesen, dass es wichtig und notwendig ist, Staatsschutz neu, das neue Gesetz zu schaffen. Wir haben es auch im Regierungsprogramm festgeschrieben. Ich habe den Staatsschutz dann im April gesetzt, eine wirklich umfassende, intensive, transparente Diskussion, weil es da natürlich auch geht um Observation, da geht es natürlich auch um Datensammeln. Und das ist natürlich immer äußerst sensibel in der Diskussion und deswegen auch die ganz zentrale Frage zu Beginn, was erwartet sich die Bevölkerung von ihrem Staatsschutz? Wie sicher müssen wir sein und was erwartet sich die Bevölkerung von der Polizei an sich, wenn es um derartige Bedrohungen geht, eben Terrorismus, Spionage, Cyberkriminalität? Das sind also alles neue Phänomene, wo es auch darum geht, die entsprechenden Instrumentarien an die Hand zu bekommen. Und das ist alles im Staatsschutzgesetz neu verankert. Ich sage da nur ein Beispiel, wenn wir einen mutmaßlichen Dschihadisten haben und Daten sammeln, dann haben wir bisher das nur maximal 9 Monate speichern dürfen und mussten dann, wenn er keine Tat gesetzt hat, das nach maximal 9 Monaten zur Gänze löschen. Jetzt stellt man sich aber vor, der setzt seine Tat nicht innerhalb der 9 Monate, sondern setzt sie erst nach 15 Monaten und dann haben wir alle Daten gelöscht und haben alles, was wir vorher in Erfahrung gebracht haben, alles, was wir an Information gesammelt haben, was als Beweismaterial verwendet werden kann, alles gelöscht. Man möchte nicht wissen, was die Bevölkerung uns da erzählt hätte. Braucht sich nur vorstellen, dass eben ein Nahebezug bestanden hätte zwischen den Attentätern in Paris, dass es hier einen österreichischen Connex gibt
und wir hätten einfach sagen müssen den Franzosen, ja, wir haben leider alles gelöscht, tut leid. Und da geht es jetzt eben darum, diese Dauer des Speicherns zu verlangen im Rahmen der gesamten Diskussion und das eben auch im Staatsschutzgesetz eben auch neu festzulegen. Oder anderes Beispiel, wenn wir im Bereich der Drogenkriminalität Ermittlungsarbeiten haben, ist es uns erlaubt, eine sogenannte Vertrauensperson, das heißt der nicht Polizist ist, damit zu beauftragen, uns in der Szene Informationen zu beschaffen. Das kann ich jetzt im Rahmen des Staatsschutzes nicht. Das heißt, ich kann keine Vertrauensperson beauftragen, in die Moschee zu gehen und dort Informationen zu sammeln, zu horchen, was spielt sich dort ab. Ist nicht erlaubt. In Zukunft soll das auch erlaubt sein, dass wir Vertrauenspersonen direkt in diese Community oder in die Moschee schicken dürfen. Denn wenn ich da einen Normalpolizisten hinschicke, den erkennt man von 200 Meter Entfernung, weil natürlich dort andere Ethnien sind, andere Leute sind und da fällt natürlich ein Polizist leicht auf. Und das sind alles Dinge, die uns helfen, den Staatsschützern Instrumentarien zur Hand zu geben, um eben besser ermitteln zu können, um die Bevölkerung besser schützen zu können. Gibt es da Konsens drüber oder ist da Widerstand zu erwarten von der Opposition? Also wir haben jetzt einmal alle eingebunden, auch die Oppositionsparteien sehen das ein, gibt es äußerst konstruktive Diskussion. Ich hoffe, dass wir hier einen Konsens schaffen, weil es mir natürlich schon bewusst ist, dass wir da gerade die Balance halten müssen zwischen Freiheit und natürlich auch Sicherheit. Und das ist natürlich schon entscheidend. Ob dann tatsächlich alle Oppositionsparteien mitgehen, wird sich zeigen. Aber mir ist es wichtig, dass ganz, ganz vorne der Schutz der Bevölkerung steht. Und wenn notwendig, werden wir es auch das geht mit einfacher ohne Mehrheit. Eine Opposition beschließen müssen. Wenn es mit einfacher Mehrheit geht, ist es ja gut. Also nein, zwei Drittel, aber die werden wir schon wieder zusammenkriegen, wenn eine Oppositionspartei nicht mitmacht, okay. Dann ist aber das wir so. Brauchen es einfach. Naja, das ist sozusagen, wir brauchen ja viel mehr Gemeinschaft, wir brauchen auch die europäische Gemeinschaft, ne, zum ganzen Thema Fluggastdaten und Vorratsdatenspeicherung, das ist ja ein europäisches Thema auch. Da sind das, soweit ich das mitgekriegt habe, die EU-Innenminister eigentlich alle dafür und das Parlament ist irgendwie dagegen. Woher kommt denn das? Ich glaube, das kommt einfach nicht nur die EU-Parlamentarier haben ihre Meinung da schon geändert, was die Fluggastdaten betrifft. Also da werden wir auf alle Fälle, wie ich so das aufgrund der letzten Sitzungen einschätze, bis Ende des Jahres eine Lösung zustande bringen. Da ist jetzt die EU-Kommission mit dem Europäischen Parlament in Verhandlung, da geht es eben auch darum, die Fluggastdaten nur zu verwenden im Kampf gegen organisierte Kriminalität, gegen Extremismus und Terrorismus. Das heißt mit ganz, ganz strengen Auflagen, das heißt unter Begutachtung der Grundrechteagentur, dass hier alle datenschutzrechtlichen und alle grundrechtlichen Voraussetzungen auch eingehalten sind. Das ist meines Erachtens State of the Art, das muss einfach sein und das wird auch gewährleistet. Aber zum Thema Vorratsdatenspeicherung, das ist ja noch ein wesentlich sensibleres Thema, vor allem hier bei uns in Österreich. Wir haben ja an und für sich diese Vorratsdatenspeicherung gehabt bei uns. Also das heißt, mit der minimalen Speicherdauer von 6 Monaten, es wäre gegangen bis 2 Jahre aufgrund der europäischen Vorgaben. Wir in Österreich haben uns damals entschieden für 6 Monate, auch schwerpunktmäßig organisierte Kriminalität, Terrorismus und Dschihadismus. In letzter Minute hat dann der Koalitionspartner noch hineinreklamiert, dass wir in dieses Gesetz Vorratsdatenspeicherung auch noch hineinnehmen, das Delikt Stalking. Und das war dann letztendlich zu viel und deswegen ist es letztendlich auch vom Verfassungsgerichtshof auch gehoben worden. Die Richtlinie ist ja dann auch generell vom Europäischen Gerichtshof gehoben worden, weil es auch überschießend war, möge alles sein, wir müssen jetzt damit leben, aber ich kann nur eines sagen, dass wir in Österreich aufgrund der Vorratsdatenspeicherung also wirklich Delikte nur deswegen aufklären konnten, weil wir die Vorratsdatenspeicherung gehabt haben. Das war eben ein Pornoring, wo man Kinder misshandelt und missbraucht hat, das war nur aufgrund der Vorratsdatenspeicherung möglich. Ich glaube, da haben wir sogar 170 Täter gehabt, also keine kleine Geschichte. Und das zweite war eben Bulgarien oder Rumänien, wo wir eben einen Prostitutionsring
aufgeklärt haben, wo es wirklich um brutalen Menschenhandel gegangen ist. Das sind zwei Fälle, die mir jetzt da einfallen, die nur aufgeklärt werden konnten aufgrund der Vorratsdatenspeicherung. Und wenn du mir ganz kurz Zeit gibst, immer die Vorratsdatenspeicherung, das wird ja immer so von den Journalisten transportiert, der gläserne Mensch, aber dem ist ja überhaupt nicht so, sondern jeder telefoniert von uns und jeder verschickt von uns E-Mails und diese Daten werden dann natürlich beim Telekommunikationsbetreiber gespeichert. Das heißt, die sind da, die werden nicht wegen uns gespeichert, sondern weil jeder halt von uns telefoniert und Ding. Und das ist nichts anderes, dass dort eben wie bei einem Brief, wenn ich da einen Brief habe, dann habe ich da die Adresse und auf der Rückseite habe ich den Absender. Und nicht mehr und nicht weniger ist bei den Vorratsdaten gespeichert. Da ist weder ein Inhalt gespeichert von einem E-Mail noch ein Inhalt von einem Telefonat. Das heißt, nur die Koordinaten, wer hat wen wann angerufen, wer hat an wen ein E-Mail geschickt. Und wenn wir uns jetzt davor vorstellen, eben Terroranschlag in Paris, die ja über die Vorratsdatenspeicherung in ihrem Rahmen verfügen, sagen manche, wieso hat auch den Anschlag nicht verhindern können. Ja, stimmt. Auch die Vorratsdatenspeicherung konnte in Paris den Anschlag nicht verhindern. Aber was jetzt aufgrund der Vorratsdatenspeicherung möglich ist, ist eine Spurensicherung. Eine Spurensicherung, wo ich dann natürlich auch genau schauen kann, wer hat mit wem telefoniert, wie schauen die Netzwerke aus, mit wem hat jemand Kontakt gehabt. Und ich kann dann eben rekonstruieren das Netzwerk und kann letztendlich Mittäter, Hintergrundtäter letztendlich auch verifizieren und dingfest machen. Und um das geht es, weil dadurch kann man auch etwaige künftige Anschläge verhindern, um nicht mehr, nicht weniger. Das ist genauso, wie wenn einer in der Wohnung einbricht und ich darf dort keine Spuren sichern. Ist es da in diesem Fall genauso? Ich weiß haargenau, da gibt es Daten und ich darf nicht zugreifen und ich darf die Daten, die Spuren nicht sichern. Und jeder würde uns fragen, wenn wir bei einem Wohnungseinbruch die Spuren nicht sichern, ob wir da nicht grob fahrlässig handeln. Und genauso ist es im Bereich der Vorratsdatenspeicherung. Aber es ist eine Debatte, selbstverständlich, wie viel an Freiheit geben wir her, um mehr an Sicherheit zu haben. Aber leider, und das ist dann nicht laut, viele Spezialisten da, wir sind natürlich selbstverantwortlich dafür, was wir immer an Informationen von uns hergeben. Ich sage nur Facebook, Twitter, alles Dinge, wo jeder weiß, was er letztendlich damit tut. Ja, mehr als das sogar nicht. Also wir wissen ja, dass die großen Internetkonzerne über uns viel mehr wissen, als eine Innenministerin je wissen wird. Und auch das ist ja ein wenig beängstigend. Da sind wir jetzt ein bisschen bei den Möglichkeiten und Gefahren des Internets. Ein Thema bei dir ist ja auch die Cyberkriminalität. Das ist etwas, worunter sich die Menschen nicht wahnsinnig viel vorstellen können, nämlich außer Spams und so. Was ist da das Hauptthema? Hier würde ich es einmal unter dem Dach der gesamten Cybersicherheit sehen und der Bauchladen der Polizei wird natürlich immer ein größerer. Das heißt, wir haben mit den herkömmlichen Delikten zu tun, wir haben aber auch mit dem gesamten Bereich der Cyberkriminalität zu tun. Und Cyberkriminalität, das geht eben angefangen von gefakten Shops über Kreditkartenbetrug bis hin eben, dass man eben gewisse Firmen, Stromfirmen, was für die Grundversorgung wichtig ist, eben Wasserwerke angreift, um eben, sage ich, Destabilisierung herbeizuführen. Und da haben wir federführend seitens des Innenressorts mit dem Bundeskanzleramt, mit der Verteidigung, mit den verschiedensten Ressorts auch eine Cybersicherheitsstrategie auf den Weg gebracht, die wir im letzten Jahr auch beschlossen haben, die wir jetzt gemeinsam mit der Wirtschaft, gemeinsam mit der Industrie auch umsetzen. Warum mit der Wirtschaft und in der Industrie? Weil da natürlich sehr viel an Kompetenz, sehr viel an Know-how ist, was wir natürlich auch zu uns hereinholen wollen. Und wir haben natürlich sehr viele Anbieter kritischer Infrastruktur, mit denen wir aufs Engste kooperieren. Das heißt, was können die an Selbstschutz letztendlich auch machen und wie können wir derartige Gefahrenquellen, eben Cyberangriffe, letztendlich auch verhindern.
Denn wenn es Cyberangriffe gibt, kann es bald einmal sein, dass alles lahmgelegt ist, dass es zu einem gewissen Blackout kommt, dass eben Stromversorgung, Wasserversorgung nicht geht, da geht keine Ampel, da geht kein Bankomat und da kann letztendlich, wenn das 3 Tage dauert, das blanke Chaos, Plünderungen oder sonstiges letztendlich dadurch ausgelöst werden. Das heißt also ganz eine gefährliche Geschichte, wo wir sehr gut gewappnet sein müssen, wo wir zum einen im Bereich Cyberkriminalität ein Cyberkompetenzzentrum geschaffen haben, sage ich mal für die herkömmlichen Delikte, und dann natürlich auch ein Cybersicherheitszentrum schaffen im Verfassungsschutz, im Bundesamt für Terrorismusbekämpfung und Prävention, ein Cybersicherheitszentrum, wo dann eben alle Stakeholder, Verteidigung, Innenressort, Wirtschaft, Industrie regelmäßig zusammenkommen, ein gewisses Cyberlagebild eben skizzieren, damit wir dann auch rechtzeitig Maßnahmen setzen können. Also äußerst komplexe Materie, wo wir aber in der Umsetzung auf einem sehr guten Weg sind. Bei diesen Umsetzungen ist der Zusammenarbeit mit den internationalen Konzernen, insbesondere Google, Facebook und Ähnlichem, ist das da drin? Reden die mit uns oder machen die einfach, was wollen? Ja, die reden natürlich mit uns. Nein, also gerade im Bereich Google, Facebook ist jetzt natürlich auch ganz besonders wichtig im Kampf gegen den Dschihadismus und Terrorismus mit denen zu kooperieren. Das tun wir auch. Warum tun wir das? Weil wir natürlich wissen, dass die Radikalisierung schwerpunktmäßig übers Internet erfolgt. Da gibt es so viel an Gewaltvideos, an Videos, die junge Menschen motivieren, in den Dschihad zu gehen. Und da geht es natürlich auch darum, derartige Inhalte so rasch als möglich aus dem Netz zu holen. Und da haben wir jetzt auch eine Kooperation eben mit Google, YouTube gemacht, wo eben wir auch die Bevölkerung bitten, wenn derartige Inhalte entdeckt werden, sich sofort an uns zu wenden und sofort den Link zu schicken, damit wir dann mit Google, YouTube sofort Kontakt aufnehmen und dass das so schnell als möglich aus dem Netz eben auch genommen wird. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch wichtig, sogenannte Gegennarrative zu schaffen, die jungen Menschen eben über derartige Inhalte, über Videos auch abzuhalten, in den Kampf zu gehen. Das ist das eine. Und zum anderen natürlich auch im Bereich der Cybersicherheit, die haben auch sehr viel Expertise. Auch da stehen wir mit denen im Kontakt. Das heißt, das geht auch gar nicht anders. Also haben wir, sage ich jetzt einmal, mit allen anderen von IBM und vielen anderen Telekommunikationsanbietern im engen Kontakt. Und die sind kooperativ? Also Google, Facebook und so sind ja, kooperativ? Ja, im eigenen Interesse, klar. Ja. Nein, ich frage das deswegen, weil man ja teilweise auch Gegenteiliges gehört hat, nämlich, dass sie teilweise nicht einmal antworten, wenn man dort anruft, aber vielleicht geht es nur den Verlegern so und den Bundesbehörden nicht. Also da ist es nur das Sidestep, nicht das ein in also dem wir Thema. Also wir haben mit Ihnen eine gute Kooperation. Gut. Die Vielleicht hat er mir was Schlechtes geschrieben über Sie. Nein, das glaube ich, das ist ein generelles Problem. Da geht es ums Urheberrecht und um das, dass die Medieninhalte eigentlich für ihr Geschäftsmodell nutzen und nichts dafür zahlen. Das ist ein ganz grundlegendes Problem, aber das geht uns jetzt doch gar nicht. Aber das haben wir ja noch auf der Agenda, nicht Urheberrecht. Ja, das haben wir. Ja. Aber das ist keine Polizei. Agenda des Ministeriums, also die Aufgaben sind ja wirklich umfassend, da gibt es ja Listen mit ungefähr 35, 40 Punkten auf eurer Homepage, was alles Aufgabe ist, von Asylpolitik bis irgendwohin. Jetzt kommen wir vielleicht einmal zum Thema Flüchtlinge und Asyl. Da gibt es die Headline, Mikl Leitner will eigene Flüchtlingsberatung und das wird dir übel genommen. Warum? Das ist ein äußerst kompliziertes Thema. Die einfachen Themen haben wir ja schon. Ne? Nein, das Flüchtlingsthema ist natürlich immer ein äußerst sensibles und kontroversielles. Und da sind wir natürlich schon intensiv betroffen davon. Die gesamten Migrationsströme werden auch in den nächsten Monaten nicht abreißen. Und natürlich Flüchtlingspolitik oder Flüchtlingstradition gibt es eine lange in Österreich und für uns ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, wenn jemand in Not ist, wenn jemand mit dem Tode bedroht ist, dass wir hier eben helfen. Und von den meisten
flüchten ja vor den Terroristen, vor den Dschihadisten, sei es der Irak, sei es Syrien, die kommen zu uns, weil sie eben wirklich um ihr Leben fürchten, und denen helfen wir selbstverständlich, überhaupt keine Frage. Nur muss man dann auch das differenziert sehen von jenen, die zu uns kommen aus sicheren Drittstaaten wie aus dem Kosovo, dass natürlich dort die Lebensbedingungen anders sind, schwieriger sind, dass es dort mehr Armut gibt, überhaupt keine Frage. Aber wir haben gerade in den letzten Monaten eine Massenauswanderung aus dem Kosovo erlebt, wo wir in der Woche 500 Kosovaren hatten, die einen Asylantrag gestellt haben, aber Kosovo, das ist Gott sei Dank kein Grund, ist ein sicherer Herkunftsstaat, ist ein sicherer Drittstaat, und derartige Massenströme aus sicheren Herkunftsstaaten blockieren letztendlich auch unser System, unser Asylsystem für jene, die Schutz brauchen. Und da haben wir dann auch wirklich schnell reagiert, haben mit der Präsidentin geredet, mit den Ministern dort gesprochen, haben dort eine riesige Inseratenkampagne gemacht. Das sind die Inserate übrigens, kosten da nur einen Bruchteil, wollte ich da sagen. ganzzeitige Inserate geschalten, um eben die Bevölkerung zu informieren, bitte lasst euch von den Schleppern nicht Sand in die Augen streuen, ihr habt kaum eine Chance in Österreich auf Asyl, weil dort natürlich sehr viel Geld von Schleppern, von Menschenhändlern gemacht wird. Die Menschen verkaufen dort ihr Hab und Gut, kommen daher, werden dann wieder zurückgeschickt und kommen eigentlich mit weniger dort an, als sie jemals hatten. Und deswegen war uns so wichtig, dort Informationspolitik direkt bei den Betroffenen auch zu machen. Und zur Geschichte, was natürlich, jeder hat natürlich bei uns seitens der Flüchtlinge auch einen Rechtsstatus, hat auch ein Recht auf Beratung, auf Rechtsberatung. Und wir wissen natürlich, dass wir heuer wahrscheinlich doppelt so viele Asylanträge haben wie im letzten Jahr. Und da kann es natürlich auch sein, dass gewisse NGOs, die derzeit die Rechtsberatung in unserem Auftrag übernehmen, einfach zu wenig Kapazität haben. Deswegen war die Idee, zusätzlich seitens Innenministeriums eine GmbH zu schaffen, natürlich eine unabhängige, eine weisungsfreie, und da haben halt manche NGOs dann laut geschrien, ich sage es nur, die haben halt dann um ihr Geschäft Sorge gehabt. Aber das war also keinerlei Absicht, nur wir müssen seitens Innenministeriums die Rechtsberatung sicherstellen, das ist unsere Verantwortung. Und das, naja, ich habe das. Mir ist das ja komisch vorgekommen, nicht, weil Rechtsberatung für Flüchtlinge durch das Ministerium oder durch eine nachgelagerte Organisation klingt ja vernünftig und an sich gescheit, und ja, also das ist so. Nehmen Sie auch jetzt ausgelagert durch die, an die NGOs, so, und so wäre es halt bei einer unabhängigen GmbH. Also das wäre so nur als Notfall gewesen, aber das ist eine reine Sache, wo manche um. Da gibt es auch im Gutmenschentum Egoismus, oder kann man das so sehen? Nein, das würde ich jetzt nicht so sagen, aber. Ja, das habe jetzt ich gesagt. Ich würde es auch nicht verneinen. Ich werde eine letzte Frage stellen. Innenminister sind so in der Geschichte meistens sehr mächtige Männer gewesen. Ich denke an Fouché und andere. Wie geht es dir mit Macht? Wie ist das, wenn man mit als Frau mit meinem oder generell? So, naja. Beide Sichtweisen sind zulässig. Mit ja. deiner Macht und mit der Macht generell. Also mit der Macht, wie es mir mit der Macht oder mit den Männern geht, oder was? Na, die Männer nicht. Also das können wir vielleicht nachher, wenn wir, also aber haben wir keine Zeit. Aber nein, Macht. Macht ist ein Thema, und es wird ja eigentlich immer so getan, als hätte man keine Macht. Aber du hast Macht. Ja, ist immer eine Frage, wie definiert man Macht? Und ich glaube, Macht ist was, um Dinge positiv zu gestalten. Und ich sehe das einfach als Gestaltungsinstrument im Sinne derer, für die ich Verantwortung habe. Das heißt, von mir erwartet die Bevölkerung Sicherheit, alle Maßnahmen und Instrumentarien zu nutzen, damit jeder ruhig schlafen kann. Das ist, sage ich, was ich unter Macht und Machtausübung letztendlich auch verstehe. Ja, und vielleicht gingen Frauen mit Macht aufgrund des Geschlechts sensibler oder sorgsamer um oder sind geerdeter. So würde ich das jetzt einmal auf alle Fälle definieren. Ich kann das nur sagen, nachdem wir jetzt ja auch viele Frauen mittlerweile bei der Polizei haben und mittlerweile auch einige Frauen Innenministerinnen waren, kann ich nur sagen, Frau tut Polizei
gut. Ja. Von meiner Seite da kein Widerspruch. Und jetzt frage ich auch gar nicht, warum Sie eiserne Hanne zu dir sagen, sondern ich bedanke mich sehr herzlich. Ja, das weiß ich, das muss ich schon noch kurz. Ja, das, ich habe immer wirklich ganz besondere Erlebnisse. Und die sind nämlich in der Art, dass ich zum Beispiel auf der Bühne interviewt wäre und auf einmal sagt der Moderator zu mir, ja, Frau Minister, Sie sind ja sogar ein Mensch. Ja? Das war aber nicht. Dass ich irgendwo, ich bin ja sehr viel draußen, ich habe ja mindestens einmal in 14 Tagen einen Bundesländertag, wo ich Betriebsbesuche mache, wo ich die Polizeiinspektionen besuche, wo ich versuche, viel in Kontakt mit den Menschen zu sein. Und da kommt es nicht nur einmal vor, sondern wirklich oft vor, dass ich sage, nein, Frau Minister, Sie sind ja wirklich ein totaler netter Kerl, mit Ihnen kann man in Ruhe einen Kaffee trinken. Und dann muss man sich natürlich schon mal fragen, woher resultiert das? Ich meine, ich bin natürlich nur in den Zeitungen und der Zeit im Bild mit Themen wie Terrorismus, Dschihadismus, organisierte Kriminalität, Flüchtlingsproblematik, Unterbringung von Flüchtlingen, das heißt, lauter sensible, schwierige Themen, wo man natürlich nicht unbedingt lächeln sollte, sondern wo man halt immer streng schauen muss, ob des Themas. Und das führt dann natürlich dazu, dass ich dann immer draußen vor Ort diese Aha-Erlebnisse habe, weil es dann immer schön, wenn die Leute sagen, du bist echt ein Mensch. Ich hoffe, ich konnte es überzeugen, ich bin ein Mensch.